Das folgende Video ist für Zuschauer unter 18 Jahren möglicherweise nicht geeignet. Jo, servus und hallo zurück zu Metrosonus 3 das Redux. Und wir haben das letzte Mal da die D6 ein bisschen erkundet und haben dann irgendwie das Gebilde angefunden, von dem ich nicht ganz sagen kann, was es eigentlich ist. Und ja, wir sollen jetzt da in den Kran und mit dem werden wir gleich starten, damit das alles noch heute noch was wird. Irgendwie total spannend, das Ding. Und ich hoffe, dass das jetzt funktioniert, was wir da vorhaben. Okay. Also ich glaube, wir sollen über das Ding drüber fahren. Kontaktzone erreicht. Und dann linke Maustaste. Ja. Achtung, Brennstab wird entfernt. Hoffe, das funktioniert. So, funktioniert das? Schaut nicht so schlecht aus. Wir fahren einfach mal zum nächsten Brennstab, weil der scheint entfernt zu sein. Es trifft uns die ganze Zeit. Ich hoffe, das macht das nichts, aber wir können irgendwie nicht ausweichen. Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen, weil so schnell sind wir nicht. Eben genau in dem Kran. Kontaktzone erreicht. Ja, wir haben die Kontaktzone erreicht. Ah, okay. Okay, wir brennen und der Stab ist noch immer drinnen. Kontaktzone erreicht. Wie auch immer wir dem Monster-Ding ausweichen sollen. Achtung, Brennstab wird entfernt. Drei Viertel, nur noch ein bisschen. Ja, ich hoffe, wir haben es gleich. Ah, es sieht schlecht aus. Ja, das war's. Okay, anscheinend müssen wir das schneller machen. Dann versuchen wir es gerne noch einmal. Aber ich habe nicht ganz verstanden, wie ich das machen soll. Und zwar, um den Kran zu benutzen. Ja, okay. Wenn ihr da jetzt nach unten drückt, dann fährt das Ding nach unten und sollte das Haus hier heben können. Kontaktzone erreicht. Ja, wer nimmt den... Kontaktzone erreicht. Achtung, Brennstab wird entfernt. Okay. Wir können dem Ding nicht ausweichen. Viele werden jetzt denken, warum weicht er nicht einfach aus, aber es geht nicht. Kontaktzone erreicht. Achtung, Brennstab wird entfernt. Okay. Wir lassen den Kran halt einfach, also diesmal halt einfach unten. Ich glaube, dass es dann ein bisschen schneller geht. Kontaktzone erreicht. Achtung, Brennstab wird entfernt. Okay. Gebt mir eine Minute. Ich fahre jetzt einfach einmal wieder da. Ja, gepasst. Okay. Schaut so aus, als hätten wir es geschafft. Gut, passt. Ist aber grundsätzlich ein recht cooles Minigame. Meiner Meinung nach. Und jetzt schauen wir, dass wir da schnell nach unten kommen. Oh. Und schnell wieder zurück in den Bereich, ohne dass wir, ohne dass da irgendwas passiert. Passt. So ein Mist, dass wir den Aufzug verloren haben. Gott sei Dank wurde früher alles zweimal gebaut. Oh. Wir sollten jetzt hier entlang. Wir kommen später zurück und bringen das zu Ende. Müssen uns besser vorbereiten. Kümmern wir uns zuerst um die Schwarz. Okay.
Ah, da ist noch so ein Tabulator-Eintrag. Ich mag Geschenke. Ich mag Geschenke nämlich wirklich. Ich glaube, es ist auch der Grund, warum ich so gerne Essen bestelle. Unser Erbe, unsere Zukunft. Wie viel Macht hier ist. Damit werden wir wieder über die Erde herrschen. Müssen nicht mehr wie Ratten leben. Mit Schwert und Feuer werden wir den Himmel und die Sonne zurückerobern. Damit wir uns aus der Asche erheben können, Städte wieder aufbauen können und die Metrotunnel wieder mit silbernen Zügen gefüllt sind. Alles wird wie... Ja. Ja, sind ja echt gute Vorstellungen. Also ich hoffe da für jeden, dass es vielleicht da mal so wird. Wäre auf jeden Fall sehr cool. Oh, was ist das? Ziel zu korrigieren. Sie bleiben hier und verteidigen Wladimir. Ob wir es schaffen? Wir müssen versuchen, unsere Leute zu erreichen und um Unterstützung am Turm zu bitten. Ich bleibe in Kontakt. Befehle klar? Gut. Gehen wir, Artyom. Viel Glück, Leute. Immer die gleiche alte Geschichte. Okay, wir fahren wieder weiter. Miller und ich verließen den Zug und kletterten den Tunnel zum Korolev-Theater hoch. Der Ostankino-Fernsehturm war jetzt nahe. Auf vereisten Straßen trafen wir die anderen Ranger in dem wilden Kampf, mit dem meine Geschichte begann. Jo. Ich glaube, das kennen wir noch aus der ersten Folge. Und da geht's jetzt auch weiter. Und der Turm wird, glaube ich, der Turm sein, der da vor uns ist. Wäre halt irgendwie logisch. Bin froh, Sie zu sehen, Oberst. Haben Sie das gehört? Hören Sie, was zum Teufel ist das? Bildet einen Kreis. Okay, und diesmal werden wir versuchen, nicht sofort irgendwie auf Nosalis zu schießen. Ruhig bleiben. Wow. Achtet auf eure Kerze. Scheiße. Okay, Feuer muss doch. Aber es sind Nosalis wieder gern gesehene Gegner eigentlich. Wenn ich ehrlich bin. Weil... Die Dinger da in dem Tunnel waren mir schon weniger geheuer. Oh. Okay. Also das hat nochmal gut funktioniert. Intro. Aber ab da glaube ich nicht mehr. Genau, weil das Ding einfach so weggeht. Bist du in Ordnung? Die Horde hat sich zerstreut. Das ist unsere einzige Chance, den Turm zu erreichen. Eigentlich bringt das überhaupt nichts mehr, die Leute zu looten. Oh. Wow, was war das? Los, 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 los! Okay. Einfach einmal aufrichten tun. Und warum ist da schon wieder eine Leiche?
Ich glaube eben immer die Theorie, dass das vor uns schon einmal versucht hat. Echt so Körpertreffer stecken die ganz schön Fülle ein. Wow. Haben wir uns mal ein Medikit rein, wie viel das haben wir ja. Los geht's. Bin ich gerade im Medipack abgebrochen worden? Na? Okay. Ja, das schaut schon einmal nicht schlecht aus. Da fühle ich mich wenigstens ein bisschen sicherer. Oh, Medipacks. Da fühle ich mich wenigstens ein bisschen sicherer. Schnell! Raus hier! Los! Achso. Adieu! Ja, Gott. Schau dir mal diesen Raum an! Fast geschafft! Bruder! Das wird eine Geschichte! Oh ja. Und zwar eine ziemlich geile. Eine ziemlich geile. Wow. What the fuck, was war das jetzt gerade? Okay. Irgendwie gerade doppelt. Manchmal ist das Spiel komisch. Aber wie viele da sind. Alles klar! Los, 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 los! Achtung, das ist noch nicht alles! Geh zurück! What the fuck? Was stimmt da nicht? Einmal probieren wir es noch. Und ansonsten mache ich da einen kurzen Cut, aber wir probieren es noch einmal. Das schaut mir nämlich ehrlich gesagt eher nach Bug aus. Schnell! Raus hier! Los! Adieu! Schau dir mal diesen Raum an! Fast geschafft! Bruder, wir sind unsichtbare Geschichte und wir schmecken nach Scheiße. Okay, anscheinend trigger ich die Dialoge zu schnell. Aus welchem Grund auch immer. Okay, er hat los, 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 los gesagt. Wir laufen jetzt los und schauen, was passiert. Okay. Okay, passt. Ich bin immer leiser. Ich bin ein lautloser Killer. Suchen wir uns einen Weg nach oben. Hier entlang. Wir können mal wieder das Licht anschalten. Sorry an alle, die sich schon aufgeregt haben. Ist mir aber nicht aufgefallen. Okay. Ja, einen Weg nach oben. Es wird ewiger Optimisten hier. Leichter gesagt als getan. Ja, das schaut nicht so leicht aus, da aufzukommen. Gut, ich habe eine Idee. Klettere auf den Aufzug drauf. Wir versuchen die Halterung des Gegengewichts zu lösen. Wieso klettert er nicht auf den... Achso, er klettert wieder drauf. Na, komm schon! Also ich kann euch einen Tipp geben, versucht das nie selber. Weil das kann eigentlich... Das kann eigentlich nur schief gehen. Jetzt wird es heftig.
Ja, aber das geht, kann nicht ewig so aufgehen. Ja. Genau mit sowas habe ich gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Wow, wow, wow. Aber es ist... Es ist wieder mal ein Metro-Moment, weil es ist wieder mal wunderschön. Bist du okay, Artyom? Fantastisch. Ja, fantastisch. Mann, bitte kommen. Wir sind im Tor. Das Ziel ist von Wolken umgeben. Wir fahren höher. Ende. In Ordnung, Artyom. Jetzt müssen wir dich irgendwie hochkriegen. Ich wusste, früher oder später bleiben uns die Dämonen sicher nicht erspart. Weg mit dir! Okay, wir schauen einfach, das ist verschlossen, dass wir so schnell wie möglich nach oben zu Miller kommen. Also das ist unser Ziel. Und so wenig wie möglich von Dämonen gefressen werden. Das ist nicht so unser Ziel. Aber wir kriegen eine gute Rückendeckung. Hoffe ich. Die Dämonen sind echt so einer der unheimlichsten Sachen. Bitte kommen, Ullmann. Wir haben gerade ein paar Dämonen abgewehrt. Geh noch weiter hoch. Bitte kommen! Miller, schieß! Artyom! Schieß! Artyom, Miller, bitte kommen! Easy! Na, komm bitte. Du überlebst es. Bitte kommen, Ullmann! Ich bin verwundet! Bleiben Sie mit Artyom in Kontakt! Ende. Verstanden, Oberst. Ende. Nein, nicht sterben. Der Laser nützt uns hier gar nichts, Artyom. Die Wolken sind viel zu dicht. Du musst so hoch klettern, wie du kannst und das Leitsystem einrichten. Okay. Bewegung, Junge. Jetzt hängt alles an dir. Oh. Netter Miller. Ich hoffe, der überlebt das Ganze. Ich hoffe es wirklich. Das ist einer meiner Lieblingscharaktere in Metro. Also im ersten Teil zumindest. Ich finde den richtig cool. Und ein sehr angenehmer Begleiter, weil er ist stark. Und er ist nicht so ein Schlitzohr, sage ich jetzt einmal, wie manche andere. Okay, es wird da weitergehen. Wir springen jetzt einfach. Okay. Oder wir springen da runter und dann sind wir wieder da. Los, Artyom. Los. Wir könnten da jetzt einfach ewig neben Ullmann stehen bleiben, dann wird das sicher irgendwann wieder leben. Also dann wird das sicher ewig überleben, sagen wir so. Ja, das schaut mir so aus, als müssten wir nach oben, aber ich habe keine Ahnung, wie es da oben weitergeht. Das schaut mir nämlich nicht so danach aus. Der Sahnert. Achso, da ist eine Leiter. Ja, manchmal sieht man halt einen Wald vor lauter Bäume nicht. So, wir probieren es. Ja, es funktioniert. Ah, das ist nicht gut. Es ist gar nicht gut. Also was, spätestens jetzt würde ich einfach aufgeben, wahrscheinlich in echt. Aber ich glaube, genau so was ist ein Moment, wo man eher nicht aufgeben sollte. Weil wir haben es geschafft. Okay. Ja, na, wir waren richtig. Das hat mir nur so ein bisschen komisch ausgeschaut. Und das schaut sehr gut aus. Die füllt auch immer uns noch. Auch wenn es für nichts ist, aber ich habe einfach so einen extremen Sammeltrieb in jedem Spiel. Unglaublich. Er ist hier. Aha. Er bringt den Tod. Wir kommen, Artyom. Irgendwas blockiert das Signal. Artyom, wir kommen. Hä?
Also ich muss sagen, in echt, also jetzt in real life, habe ich extreme Höhenangst. Und manchmal schlagt sich das anscheinend bei mir sogar in Spielen durch, weil ich habe ein sehr mulmiges Gefühl. Und das ist da jetzt gerade irgendwie nicht ideal. Natürlich muss ich sowas genau in so einem Moment sagen. Ziemlich intens. Finde ich geil sowas. Sorry. Okay, und jetzt stehen wir da und wissen nicht, wo wir hin weiter. Außer wahrscheinlich wieder so richtig offensichtlich. Ja, ist es. Es tut mir leid, ich bin manchmal echt verpeilt. What the fuck? Da sind ganz volle Schwarze, aber da bin ich gerade irgendwie noch. Okay. Schaut so aus, als wären wir jetzt ganz oben am Turm. Wechseln wir Gleizenfeld, damit wir das Piepen nicht mehr hören müssen. Und das schaut nicht so schlecht aus. Jo, ah okay, für das ist das Ding, was wir da vorher gehabt haben. Aber die Musik gefällt mir irgendwie nicht so im Hintergrund. Oha, was ist das? Artyom, das Signal ist einfach perfekt. Halte noch eine Minute durch, dann kriegen wir sie. Durchhalten hast meistens Gegner. Oha. Ich glaube, das ist so ziemlich das Schlimmste, was in so einem Moment passieren könnte. Okay. Oh, cool. Wow. Das schaut aus wie eine Tür. Oh, okay. Ist das eine Tür? Ja, das ist eine Tür. Aber die schaut nicht so freundlich aus. Die schaut auch nicht sonderlich freundlich aus. Natürlich war es die letzte. Aber die schaut auch nicht so super aus. Wow. Ja, jetzt sind wir wieder beim Thema Höhenangst. What the fuck? Irgendwie spielt das Spiel gerade so richtige Psychospielchen mit uns. Ich finde das aber einmal eine ziemlich coole, wow, eine ziemlich coole, naja, Cutscene ist es eigentlich nicht, Zwischensequenz von mir aus. Wobei das glaube ich das gleiche wie eine Cutscene ist, wenn man es definiert. Okay, anscheinend wirklich. Okay. Das war jetzt anscheinend nicht ideal. Wir müssen da was anderes machen. Jetzt bin ich gespannt, ob ich da mein Journal aus sie holen kann. Das wäre ziemlich strange. Na, funktioniert klarerweise nicht. Okay. Na, wir dürfen nicht wieder zu dem Typen laufen. Der war nämlich nicht so cool. Was machen wir da eigentlich gerade? Hä? Wieso laufen wir im Kreis?
Okay, ich glaube, wir müssen einfach vor dem Typen weglaufen. So. Okay. Wow. Baut sich das jetzt auch wieder so auf? Oder nicht? Ah, tatsächlich. Ah, wir können da drüber springen. Okay. Das ist schon einmal gut. Und es baut sich auf. Also übrigens, alle die jetzt nicht genau wissen, warum ich so verwundert bin, was da gerade passiert, es ist wirklich sehr lange her, dass ich das Spiel gespielt habe und das Let's Play angeschaut habe, also wirklich sehr lange. Also sicher 5-6 Jahre. Und ich habe den zweiten Teil davon nie gespielt. Und ich bin jetzt aber wieder ziemlich gehypt wegen dem dritten Teil, der davon rauskommt. Der kommt nämlich 2018 raus. Und auf den freue ich mich schon ziemlich. Und dementsprechend habe ich gedacht, mache ich das jetzt bei. Kommt jetzt vielleicht ein bisschen spät, aber nehme ich auch, das ist die letzte Folge, das passt ganz sicher. Und es wird auf jeden Fall ein Metro Last Light Let's Play auf dem Kanal auch geben. Nur mit einer kurzen Pause dazwischen. Da kommt nämlich was anderes, das ist schon in Planung. Aber die weiteren Teile werden folgen. Das heißt, jeder, der mehr sehen will, sollte einfach am besten bei mir bleiben. Okay. Weil es wird noch mehr Metro auf euch zukommen. Okay, ich schieße jetzt einfach. Haben wir den jetzt umgebracht? Keine Ahnung, aber irgendwie fühlt sich das so falsch an, den umzubringen. Und wieso haben wir eigentlich die Waffen jetzt? Artyom, die Raketen sind unterwegs! Oha. Von wo aus die abgeschossen werden, wäre sehr interessant. Und wenn das die D6 ist, dann haben wir einen echt weiten Weg hinter uns. Aber ich glaube nicht. Wow. Oha. An das kann ich mir gar nicht mehr so genau erinnern. Ich habe mich nur daran erinnern können, dass irgendwas mit dem Turm war. Aber wie genau das aufhört... Ein weiser Mann sagte einmal... Der, der einen Krieg aus Liebe für seine Mitmenschen führt, wird seine Feinde besiegen. Ich wollte, dass mein Krieg meine Familie, meine Freunde und mein Zuhause beschützt. Die Metro. Wir hatten gewonnen. Aber bis heute frage ich mich, als wir die Schwarzen vom Erdboden verschwinden ließen, ging da nicht auch etwas verloren? Jo. Gute Frage. Sehr gutes Zitat. Und ich glaube, das war's mit dem Let's Play. Ich glaube, wir haben es jetzt ja wirklich geschafft. Ziemlich, ja, komisches Ende, würde ich sagen. Also das mit den Raketen auf die Schwarzen. Ja, kann man machen. Wieso nicht? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Let's Play. Und es wird auf jeden Fall in Zukunft mehr Metro Let's Plays geben. Wie schon gesagt, Last Light wird noch kommen, auch die Redux-Version.
und Exodus, sobald es rauskommt. Das wird aber noch dauern. Davon gibt es leider noch kein genaues Release-Datum. Als nächstes Let's Play, das kann ich da schon einmal sagen, wird Alex kommen. Also Alex, wer es nicht weiß, ist ein Rollenspiel von Piranha Bytes. Und das ist da, das trifft mich natürlich direkt, weil ich als Gothic Main und Reason Main war schon wirklich eine sehr geile Zeit damals. Hat mein Kindheit ziemlich bestimmt. War ein sehr, sehr cooles Spiel. Wenn es euch wieder gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da, würde mich sehr darüber freuen. Und damit ihr in weiterhin keine Metro Let's Plays oder andere Let's Plays oder andere Gaming-Videos von mir verpasst, abonniert mir einfach. Hilft mir sehr. Ja, ich lasse euch jetzt einfach ein bisschen mit dem Abspann allein. Und ich hoffe, es hat euch gefallen.